Herzlich willkommen zurück zum Football Manager 2019. Beim letzten Mal haben wir zweimal gewonnen. Und zwar gegen Groß Asbach zu Hause und in Meppen. Gucken, ob wir unseren guten Lauf fortsetzen können, jetzt im nächsten Heimspiel gegen Zwickau. Letztes Mal ist endlich auch Rangelow getroffen, Last-Minute-Treffer. Der uns den zweiten Auswärtssieg beschert. Zehn Punkte aus 8 Spielen geholt, ist ganz okay für einen Aufsteiger. Wir hatten auch irgendwann mal eine Trainingswoche, wo wir nur Spielvorbereitungen Standards machen wollten. Ich weiß nicht, wie es vorbei ist, muss gleich mal gucken. Ich habe mal zwei in Meppen in Gegenfahren nach dem Spieler rausgefressen, selten für uns, aber gegen Groß Asbach war es wieder ein direkter Freistoß, der irgendwie verlängert wurde. Das war jetzt wieder das zu 0 geklaut hat. Bisher auch erst einmal zu 0. Das war nur gegen Rostock. Aber auch nur zweimal ohne eigenes Tor geblieben. Hier ist es nächste Woche nach dem Spiel gegen Köln. Vor dem Spiel gegen Aalen ist hier Training Day Standard. Gucken, ob es sich lohnt. Jetzt wieder eine englische Woche. Aber die Bade hat uns auch nicht geschadet, wenn wir noch in Meppen nach einer englischen Woche, wo der Gegner keine hatte, in der letzten Minute zurückschlagen können, das Siegtor erzielen. Definitiv nicht unverdient. Trotzdem glücklich im Verlauf, ja. Die Stimme ist ein bisschen angeschlagen heute, aber es ist gut. Maschine. War unauffällig. Restliche Bewertung ist Danese ziemlich gut. Zimmer und Pedretti, also die Offensivspieler haben performt. Abdul Kadir Beyazid schon mit 4 Toren. Schon mal wertvoller. Heute Computer. Ist das gleiche. Der Manager an sich frisst gar nicht so viele Ressourcen, aber wenn ich damit aufnehme, ist richtig in die Wind. Das ist übrigens gerade passend zum Spiel Defensive Shape, Best Feature in FM19. Tactics Guest Offers, so. Rashidi von Bastenet stellen vor, wie man Basket-Style gut verteidigen kann. Defensivlinie, die Breite, die Abseitsfalle und was ist hier noch?
geringes Pressing, wie das alles miteinander interagiert. Mittleres Pressing, hohes Pressing. Also die verschiedenen Stufen, wie die gut in der Taktik passen, dass man, egal wie hoch das Pressing steht, trotzdem defensiv spielen kann. So, okay. Jetzt soll nicht weiter gescoutet werden. Olli König. Sehr kopfballstark als Gegner. Hat gerade bei Weppen auch geklappt, dass die ihren Stürmer ins Spiel bekommen gegen uns im Froschwitz. Das heißt, wir haben Riesenprobleme, wenn man so verteidigen beim letzten Mal. Also mit Könige, gut, Flügelspieler. Ist entwickelt, da waren wir bei Cottbus. Johannes Bringis ist für die dritte Liga ein richtig guter Keeper. Wir führen zwar die Tabelle an, ein Punkt mehr als wir. Aber eigentlich ist das ein Heimspiel, wo wir sagen würden, die müssen wir schlagen. Und deren Form ist super, aber unsere Form auch. Leichter Favorit, weil Heimspiel. Man kommt eigentlich bei uns Ziegenbein wieder. 3 bis 5 Monate. Jakob 4 bis 7 Wochen. Kraudenz 4 bis 8 Tage. Kevin Weidlich 4 bis 9 Tage. Wird wohl ein 4-4-2 erwarten, das typische Drittligasystem. Wir spielen wieder so wie gegen Groß Asbach im 4-1-4-1. Welche Aufstellung auch immer, das gucken wir uns gleich an. Hedlich fürchte Drangelow. Jetzt ein Tor geschossen, davor die ganze Saison Bullshit gespielt und jetzt haben die Gegner Angst. Finde ich sehr spannend. Taktik-Briefing, ja, mal gucken. Wir sind nicht das Topspiel. Der 9. gegen 6. ist spannender als der 3. gegen den 1. Briefing abhalten. Das wird gut funktionieren. Fangen offensiv an. Das lassen wir mal. Was sagt der Co-Trainer noch dazu? Verratet unsere Grundprinzipien nicht. Kauft nicht gleich unsere Großmutter.
kannst dann auch auf WhatsApp-Nachrichten antworten. Es verzögert sich das alles ein bisschen. Nichts, was er nicht gewohnt ist. Also beende den Scout-Auftrag. Weidlich kann spielen, ist aber noch nicht vollständig genesen, das spielt er nicht. 45 Minuten Spielzeit empfohlen, bleiben auch draußen. Du hast keinen Spieler gefunden, was hast du für Scouting-Werte? Sind denn hier für Leute bei mir Chef-Scout? Der kann ja gar nichts. Ist also schon 65 Jahre alt. Läuft der Vertrag nach der Saison aus? Nee, oh nein, auch nicht. Na, perfekt. Geld wieder verbrannt. Bart bleibt natürlich im Tor. Ich würde eigentlich an der Verteidigung wenig ändern wollen. Die hat gut gespielt letztes Mal. Zimmer und Witteritti müssen beide raus. Sind nicht ganz fit, ich bekomme jetzt mal eine Pause. Ich irgendwen für links. Mamba kann das machen. Ich kann auch Rangelow auf die andere setzen. Der spielt wirklich mit drei Stürmern auf dem Papier. Rangelow, Mamba und wer sieht. Oder habe ich ein paar Außenverteidiger, die ich vorziehen kann? Kann der Schlüter nach innen ziehen, da angreifen? Den kann er überhaupt nicht. Schade. Das baute. Auch nicht. Ich wurde gerade empfohlen per WhatsApp, dass ich doch Kobylanski leihen soll. Leider ist die Leihphase lange vorbei und wir haben auch kein Gehaltsbudget, um diesen Spieler zu kaufen, beziehungsweise zu leihen. Ich nehme aber trotzdem jeden Ratschlag gerne entgegen, wenn er noch so sinnlos ist. So. Ich muss in der Mitte noch über Dritti Platz schaffen. Man kann Zicker doch fallen. Indem man hier hingeht, Kruse und Marcelo übernehmen das in der Mitte. Finde ich vielleicht eine andere Position. Die Spieler, die sich anbieten von der Bank, sind leider von der Tribüne, sind leider alle verletzt. Außenverteidiger mit am plattesten sind. Ich würde mal zwei Verteidiger auf die Bank setzen. Das ist Schlüter, wo ist Baude? Baude setze ich mal mit drauf. Lars Bender, Paul Germann und John Zimmer. Nein, John Zimmer, Maximilian Zimmer. Warum sitzt Germann eigentlich draußen? Gute Frage. So sage. So spielen wir jetzt. Letzten Heimspiel waren sehr gut. Vor allem offensiv. Defensiv nur Probleme nach Standards. Da ist Ronny König bei Zwickau natürlich eine Riesenwaffe. Die müssen wir heute konzentriert spielen. Aufstellung so eingebe, frage ich mich, wie man noch Sticker bei WhatsApp versenden kann. Wie das denn geht? Ich sehe nur Emojis. GIFs und was ist das hier? Und Tassensticker. Na gut. Wie auch immer es geht, ist jetzt egal. Jetzt geht es gegen Zwickau. Setzt unseren Lauf fort. Verteidigt bitte. Souverän, los geht's.
letztes Mal im Regen. Mit unserem Spiel ist die nicht entgegenkommen, kann ich jetzt schon sagen. Wie er sieht, dass er in den Zweikampf gehen. Das Papier mit Rangeloch machen wir und wer sieht dann entweder auf 7 Sturm. Ob er sieht es auch nicht fit, wieso habe ich ihn drin gelassen? Wer sieht wird wohl nicht durchspielen? Das wird, denke ich mal, ein schweres Spiel werden. Vor allem wird der Rasen nicht so einfach zu bespielen sein. Können wir aber nicht aufs gegnerische Team schieben, denn wir haben Heimspiel. Freischuss Zwickau. Indirekte Freischüsse liebe ich ja. Ich werde meinem Team mal ein bisschen sagen, dass wir mal ein bisschen mehr zeigen sollen. Noch zu wenig, auch wenn das 10, 14 Minuten rum sind. Für uns. Mach es heute aus, mach es! Tor! Matuvila! Der Innenverteidiger staubt erneut ab. Zweites Saisontor. 1-0. Energie Cottbus. José Junior Matuvila. Wir sehen, was nochmal Kruse flankt. Lange Ecke diesmal. Rangeloff verliert eigentlich das Kopfball, beziehungsweise köpft das zur Wickelköpf. Holthaus muss hier eigentlich den schon reinschießen. Lässt sich aber ablocken. Matuvila staubt dann ab. Sehr schön. Machen wir genau. Am besten wie gegen Groß Asbach gleich ein Doppelpack. Zwei Tore hintereinander. Mama, was hast du vor? Schlechte Flanke, aber Holthaus kommt nochmal ran. Starker Kopfball von Rangeloff. Holthaus da. Sehr schön, Mama. Nicht wie sonst immer dummerweise den Ball erobert und gleich wieder weggeschenkt. Langer Ball. Komm an, wer sieht, du kannst das. Du bist gut in Form. Nein, der geht drüber. Aber sie bringt die Schelte, schade. Zweite Großchance vergeben. Warum auch immer er da völlig unbedingt mit schwachen Fuß schießt, ist mir nicht klar, aber vielleicht kann er es einfach. Er denkt sich, er kann es. Was wirklich kann, hat er ja gerade gezeigt. Die Ecke. Also die gewisse Muster schieße ich immer wieder Tore, macht wieder zwei schon Tore, Kruse schon drei, obwohl das eigentlich nicht die Torschützen sind, mit denen man rechnet. Mamba erst eins und das per Elfmeter, obwohl er eigentlich der Top-Torschütze sein müsste. Wie er sieht, lässt sich auf den Flügel fallen. Zickert hält schön die Linie, das gefällt mir. Abseits, dumm gespielt, doch nicht. Doch nicht den Torwart waren. Also auch immer führen ist das schon wieder Chancenbucher heute. Fangen wir uns einen dummen Konter ein. Perfektes Technik ist dann hier so wichtig. Marcelo. Weiß gut. Ist ein langer Ball, das ist wie jedes Mal. Jedes Mal müssen wir einmal diese Großchance überstehen. Zanese sensationell. Bei langen Bällen müssen wir immer aufpassen. Da brennt es öfter mal. Zum Glück haben die mit König nicht gerade einen schnellen Stürmer. Was ist Lauterbach? Ist der schnell? Den wissen wir zu wenig. Er hat aber auch schon drei Tore geschossen. Königke, der linke Flügelspieler, ist auf jeden Fall sehr schnell, das weiß ich. Da konnte man es auch in der Realität schon zu spüren bekommen. Beim 2-1 gegen Zwickau. Schöne Flanke. Was? Wie zur Hölle hält der Torhüter diesen Ball? Hier kommt super Flanke. Rangeloff nimmt ihn runter. Brinkis hält diesen Ball. Er zeigt nicht umsonst, warum er so gut ist. Ich muss mich wieder ärgern über Chancenverschwendung. Also Halbzeit Rangeloff und Mamba tauschen. Die Position.
als einer Mann gedeckt wird, bringt das vielleicht die Gegner durcheinander. Lattentreffer. Ja, das riecht doch nach einem verschenkten Sieg heute. Wir haben letztes Mal Glück gehabt in Mappen, das rächt sich beim Manager immer direkt. Chancenbucher. Der Lied lässt sich sehr häufig fallen heute, auf dem Flügel. Aber der Rangel auf ihn gut besetzt, ist das okay? Wer sieht, der ist schlecht heute und ist nicht mehr ganz fit. Ich überlege, ob ich rausnehme. Ich glaube, ich vielleicht die Position der Stürmer untereinander ein bisschen austausche. Legt euch noch nicht auf die faule Haut, das gefällt mir noch teilweise nicht so gut. Vor allem, was der Sturm macht, ist nicht meins. Ich bin enttäuscht. Wenn man das Play verfolgt, weiß ich, ich bin immer enttäuscht. Aber die beiden tauschen mal die Seiten. Lass ich Rangel auf die falsche 9 machen, aber wie ihr seht, kann gar nicht auf dem Flügel spielen, oder? Nachlegen und dann können wir uns aufs Kontern fixieren. Hängt es gerade? Das Spiel ist komisch. Wieder ein langer Ball. Da schläft Matuvila und König ist frei durch. Zum Glück schießt dann Torwart an. Direkt mal sorgen, sich ein bisschen konzentrieren. Gleich schlafend aus der Pause kommen. So. Führung von uns hoch verdient. Vielleicht ein Tor zu wenig und das könnte am Ende fehlen. Der Zwicker wird jetzt offensiver spielen. Ich will aber nicht jetzt schon auf die Kontertaktik umstellen. Magdeburg-Zwickau doch sehr oft zum Abschluss kommt. Wie er sieht, findet weiter nicht statt. Ich weiß Zeit, dass ich ihn rausnehmen werde. Gucken wir uns die Ecke noch an. Was ist denn los? Marcelo auch noch ohne Tor, genau wie Witteriti. Meter? Nee, was? Freistoß gegen mich. Na gut. Wird schon stimmen. Ja. Rangelok geht ins Sturmzentrum. Macht als falsche 9 weiter. Lass Lars Bender mal wieder ein bisschen spielen, und zwar auf rechts. Darcelf hat eine gute Note, deswegen nehme ich ihn mal nicht raus, auch wenn er schon gelb hat. In dem Wissen, dass ich es bestimmt bereuen werde, weil er gleich vom Platz fliegt, aber wir lassen ihn trotzdem drin. Ich nehme Holthaus raus und drücke Schlüter rein.
Sven habe ich auch so wenig spielen lassen und wenn jetzt gleich Weidlich und Kraudenz wieder da sind, spielt Ben das und so gar nicht mehr. Kann ich heute nochmal beweisen. Also Spitzzimmer. Hat aber eine Pause. Wir spielen natürlich so Battlen jetzt um den Ausgleich. Oranglauf ist der langsame Konterstürmer. Komm jetzt die Ball auf, jetzt schick ihn. Perfekt gespielt auf Mamba. Streli Mamba, mein Freund. Was ist mit dir los diese Saison? Warum tritt er jetzt die Ecke? Das Spiel aus ist ja schon gut. Was wir aus den Chancen machen. Stark Matubila. Hülter, geh hin. Da den Ball zu verlieren, dann ist der Gegner frei durch. Schöner Ball. Schlechte Flanke. Was? Wie kann der den halten? Ich sag vorher noch, der bringt dieses gut. Wo ist Chance Zwicker auf der anderen Seite? Ich habe kein gutes Gefühl, das wird bestimmt noch in die Hose gehen. Es rächt sich immer zu viel Chance zu vergeben. Ja! Matubila macht ihn nach der Ecke. 2-0. Gerade gesagt, das Spiel gewinnen war klar. Also gewinnen war es klar. Selbst ein 2-0 muss bei uns nichts heißen bei unserer Abwehrleistung. So, jetzt spielen wir aber Konter weiter. Warten wir noch kurz die Situation ab. So, Miatke kommt übrigens rein bei Zwicker, auch ein ehemaliger Cottbusser. Sehr schön, wieder nach einer Ecke. Wir haben so viele Chancen aus dem Spiel heraus und müssen die Tore noch Standard schießen. Gefällt mir nicht. Besser zumal gar keine Tore schießen. Kontertaktik weiter. Spieler dazu habe ich noch ein bisschen auf dem Feld. Nein, nicht wirklich. Rückgängig. Zickert Marcelo, Kruse. Zickert kannst du Flügelspieler machen. Ne, Zickert kann aber auch Außenverteidiger machen. Guck mal, was macht Zickert Linksverteidiger. Wo ist noch Start zu machen? Linksverteidiger, Zickert geht auf rechts. Fühlt aber in die linke Position. So passt das. Weiter geht's. Nicht wie gegen Groß Asbach wieder ein dummes Gegentor fressen, sondern vielleicht dem Aftus Bartsch mal ins 0 gönnen. Eigentor von Adam Strait für Fortuna Köln. Auch ein alter Cottbusser. König war glaube ich nie bei Cottbus, oder? Nein, gut, der war schon überall. Cottbus. Und Sanese trifft die Latte. Das ist ja mit der auch noch eine gute Macht heute. Eiken sind mir brandgefährlich, die Dings da nicht verteidigt. Wir schlagen die Variable mal lang, wie beim 1-0, jetzt kurz, wir haben 2-0. Beziehungsweise kurz vor das Tor. Der letzte Wechsel bei uns. Meine Spieler sind alle platt. Bring ich Germann für Marcelo, damit ich zumindest defensiv abgesichert bin. Geh
Ja, mal lange Zeit Stammspieler, jetzt spielt er in den letzten beiden Wochen. Mal nur so 10 Minuten. Ich habe das Gefühl, es schlägt gleich ein Tor ein, wie immer. Wir müssen mal wieder zittern. Das wäre typisch für unsere ganze Saison. Kann ich für unsere Heimspiele die nicht zu Null ausgehen. Wir kommen mit Powerplay. Sehr schön. Das könnte statt 2-0 auch 5-1 stehen, das wäre genauso verdient. Haben wir heute mit 2 Vorlagen. Das sollten wir runterspielen. Jetzt haben wir's. Sogar zu 0, wie es aussieht. Ist abgepfiffen. 2-0, dritter Sieg in Folge. Okay, Zwickau, auch solche Siege brauchen wir mal. Bin sehr zufrieden. Vor allem mit dir, Matu, wieder. Wir vor, es ist die Tabellenführung, aber das heißt nichts. Es ist ein 9 Spieltag rum von 38. So, das ist wichtig, wir müssen uns konzentrieren. Werden Spieler wär nicht übermütig. Das sind alles Fragen, die kennen wir schon seit dem Manager 10, 11, 16, alle zwei Jahre was auch gesehen. Ich habe mal dieselben Antworten gegeben, auf die immer selben Fragen. Gucken wir mal, ob die Konkurrenz nachzieht. Spitzenreiter bin ich ungern, als Spitzenreiter blamiere ich immer. Wie auswärts beim letzten, da verliere ich auch immer. Unsere Saisonziel ist Platz 10. War im letzten Spiel nicht so gut. Matu Villa jetzt mal einen Sonderlob bekommt. Ich erwarte von ihm jetzt nicht immer Tore, er ist Innenverteidiger. Immerhin haben wir auch 10-0 gewonnen. Aber da hinten auch nicht alles falsch gemacht. Jetzt bekomme ich einen Sticker bei WhatsApp und weiß nicht, wie man Sticker zurücksetzen kann. Auswärts in Köln, ich habe das schweren Verdacht, jetzt gibt es einen Rückschlag. Ansonsten wird mir jetzt langsam unheimlich. Auch da werde ich dominant auftreten. Als Tabellenführer spielen wir wieder mit der Taktik, mit der wir in Mappen gut gespielt haben.
Ah, jetzt habe ich die, jetzt kommt die Spieler, die ich gescoutet habe, sehr schön. Also super. Ablöse frei. Langsam, gucken wir gar nicht weiter. Neuhold. Bringt mich tendenziell auch nicht weiter, fällt vor allem noch 3 bis 6 Wochen aus. Dann kann ich in der Winterpause auch Leihspieler verpflichten, Jens Möckel. Wäre so eine Standardlösung, souverän, langsam. Würde nicht viel kosten, würde uns in der Breite verstärken, haben wir derzeit nicht nötig. Kann man noch warten, falls irgendwann Bedarf ist. Muss man den Bericht überflügen können, die haben Moritz Hartmann vorne. Aber Ingolstadt ist jetzt tatsächlich, das ist ein Abstieg. Hätte gar nicht so viele gute Werte, wie ich dachte. Dafür verwechsel ich ihn auch gerade mit Lukas Hintersee, ja. Das ist natürlich besser als Ranelow. Bei Kegel, der war mal bei Dynamo und ich glaube bei Cottbus in der Jugend. Ne, der war nur bei Dynamo. Verwechsel ich ihn auch gerade. Fachkenntnis schlägt halt wieder zu. Ruprecht, Abwehrchef. Ich freue mich dann schon, wenn wir in der Winterpause die Spieler, deren Verträge zur neuen Saison auslaufen, uns angucken werden und dann mal gucken, hoffentlich haben wir genug Budget, um das ein oder andere Talent mal zu uns zu angeln. Der Tor ist mies, mittelmäßig, sagen wir mal nicht mies, so dass es vielleicht zeigen, dass es nicht ist. Das hat ja auch gerade gezeigt, was ich gesagt habe, was so gut ist. Ein Spieler, wie er sieht, schon mit 15 Abseitsstellungen. Das Spiel in Köln machen wir beim nächsten Mal. Wir müssen aber jetzt noch ganz mal ein bisschen die Statistik gucken. Das kann man mal nach der Hälfte der Hinrunde machen. Wer so dasteht. Bei WhatsApp mal schwärmen von den Spekulatius, die wir selbst gemacht haben, weil ich gefragt wurde. Weil ich meine Erinnerung an mich selbst schicken, das nächste Mal, wenn ich zu meinen Eltern fahre, welche mitzunehmen, wenn sie nicht vorher aufgegessen sind. Aber das werde ich mir schon hoffentlich merken können. Köln spielt im 4-4-2. Mit der Anfälligkeit gegen 4-2-3-1. Das werden wir ja spielen, wenn wir auswärts wieder Tiki-Taka spielen. Spieler ablösen kann ich keine zahlen. Das ist doch nach Fairmarkt zu. Ich muss ja aktuelles Jugendpaket aufkündigen, da das Scouting-Budget nicht ausreicht. Aha. So kleine sollten wir eigentlich nicht sein.
El Apia. Der sagt, war der nicht bei Fortuna Köln gewesen vorher? Osnabrück. Bei den werde ich mal scouten. Was will der denn haben? Müssen wir scouten. Könnte unsere rechte Abwehrseite verbessern. Ansonsten kann er auch Innenverteidiger. Da ist sogar groß genug für einen Innenverteidiger. Könnte unseren Kader gut in der Breite erweitern. Dann kann ich Lars Bender vom Hof jagen. So, das ist wieder einer. Da muss ich. Moment, da hätte ich gar nicht bezahlen müssen. Ist doof, dass ich da jetzt weitergeklickt habe. Toll, ist das der Sohn von Damage Scheuer? Hätte ich gerade gesagt, wenn er ein 18-jähriges Talent wäre, wären die Werte okay. Aber für einen 22-jährigen ist mir das leider zu schlecht. Zumal müsste ich, zumal ich Ablöse bezahlen müsste, wenn auch nicht viel. Ist der Kurzpunkt auch jedes Mal wieder angedackelt. Zima ist zu alt, zu teuer, schlecht. Dankeschön. Jetzt gucken wir auf die Tabelle nach 9 Spieltagen, wo wir Tabellenführer sind. Mit 18 Punkten von 27. Das ist doch schon mal eine schöne Sache. Können wir mal ein bisschen in die Statistiken reingucken zum Abschluss der Folge. Dritte Liga, Statistiken, Teamübersicht. Die zweitmeisten Tore mit 14. Nur Zwickau hat mehr. Gucken wir mal detailliert. Durchschnittlicher Ballbesitz, 54%. Ja, wir wollen auch nicht mehr. Wir wollen nicht auswärts. In Serie 3, da ja, sind wir mit vorne. Niederlagen in Serie haben wir natürlich, aber da mal gewonnen haben, keine. So, Angriff, angekommene Flanken, was ist für mich wichtig, vor allem die Passquote, wo ist die? Spielte Torschancen, wir haben die meisten Torschancen gespielt, aber hier sind die Pässe, ach hier Passquote. Sind wir nur im Mittelfeld. Da wir sehr direkt spielen, ist das ganz normal, vor allen Dingen auswärts. Zu Heim müssten wir aber viel bessere Passquote haben, weil wir kurzes Passspiel mit Tiki-Taka machen. Leider sind unsere Abwehrspieler im Passspiel schlecht und sehen auch nicht immer die Gewinnspieler. Die greifen dann doch oft zum langen Ball und das ist noch verbesserungswürdig, aber ich kann halt nur mit dem Spielermaterial arbeiten, was ich vorgefunden habe. Dafür läuft es offensiv ganz gut. Ich setze meine Spieler auch schnell ein, da können wir direkte Pässe gerne mal verwenden. Auch wenn ich es langfristig natürlich nicht mehr annehmen möchte. Ich möchte mal Kurzpass spielen. Ohne großes Risiko, mit wenig Tempo, dafür aber konsequent nach vorne und gut abgesichert. Und mit Gegenpressing den Ball am besten da erobern, wo wir keine weiten Wege mehr zum Tor haben. Das habe ich aber alles schon mal erwähnt. So. Gegentore nach Ecken haben wir erst 1 bekommen. Gegentore nach indirekten Freistößen leider schon 4. Und damit sind wir negativ, mit weitem Abstand das schlechteste Team der Liga. Wir haben 11 Gegentore bekommen nach 9 Spielen, davon 4 nach Freistößen. Das ist natürlich jetzt nicht so gut. Zuschauerschnitt, da sind wir im Mittelfeld. Finanzen, Netto-Transferausgaben. Wie fast alle Teams. Keine. Zahlen die 4., 5. geringsten Gehälter. Sehr schön. Dankeschön. So, nochmal, ich muss die Taktik fürs nächste Mal aufstellen. Und zwar diese wieder. 4-1-3-2, mehr oder weniger. Die Aufstellung machen wir beim nächsten Mal. Ich stelle nur Ziegenbein in die 11, damit ich nicht vergesse, dass ich die Aufstellung noch ändern muss. Denn so geht es automatisch nicht weiter. So, Wettbewerbe. Ich wollte nochmal Spielerstatistiken uns kurz angucken, ganz kurz. Und zwar Tore. Beasid mit 4, der Top-Torschütze, Schüsse aufs Tor. Auch Beasid weit vorne. Da er nicht so häufig gespielt hat, ist das verbesserungswürdig, sind ja auch absolute Werte und keine relativen. 4 Torvorlagen, da ist Maximilian Zimmer unter anderem dabei mit 4. Entscheidende Pässe, Marcelo mit 18. Dazu auch Zimmer, Streli Mamba und Beasid sowie